Wagners Villa Napoli. Ja, folgendes. Ja. Naja, also sagen wir es wie es ist. Ich hatte den Karton gerade aufgerissen und habe gemerkt, dass die Kamera irgendwie, wo ich Aufnahmen gedrückt habe, obwohl wieder nach 2 Sekunden gestoppt hat. Also, tun wir mal so, als ob das auspassen würde. Also das ist jetzt Ernst Wagners Villa Napoli. Ja, mit 18% passierten Tomaten. Wasser, schlittfester Mozzarella, Paprika gegrillt, gegrillt, Peperoni-Salami, bla 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 bla. Dann Dextrose, Extrakt aus Rosmarin, Gewürzextrakte, Provolone, Pikante, Zwiebeln, Rot, Speisesalz, pflanzliches Öl, Sonnenblumenöl, 0,2% Chili, Hefe, Petersilie. Diese Pizza kostet bereits im Angebot für 3,49 €. Und ich habe ja ewig nicht mal, halt mal was anderes gekauft. Weil man ist ja so... Wie sagt man so schön? Wie lange braucht das überhaupt? 220, Umluft 10 bis 11 Minuten. Nein, es ist ja so, dass man eigentlich schon was Essen angeht, und das weiß ja jeder, wisst ihr genauso wie ich, dass man da alt eingesessen ist und man immer eigentlich dasselbe kauft. Ich bin jemand, der meist eigentlich gar keine Salami-Pizza isst. Obwohl das in Deutschland ja, sagen wir mal, so gut wie alle eigentlich eine... Ich habe das gerade erst angezogen. Ich habe das Ding zweimal. Gerade erst angezogen, schon verlaufen da. Und die angesaut habe ich mir auch gerade noch. Ja, arme Ritter, das Ei hat gespatzt. Ne? Man kennt das. Das Video seht ihr irgendwann in 2 oder 3 Monaten, dass es so vorproduziert ist. Ja, jedenfalls wollte ich noch was anderes ausprobieren. Und sind wir mal ehrlich, auf der einen Seite sagen wir immer, eine Pizza für zu Hause muss billig, also halt sehr günstig sein. Aber auf der anderen Seite gehen wir in eine Pizzeria und holen uns da 110 Pizza, die 8 Euro kosten. Also ist der Vergleich nämlich hinfällig. Und ich bin mal gespannt, was die sowohl aussehenstechnisch, als auch lokulisch bringen wird. Also aussehenstechnisch muss ich schon mal sagen, dass wir hier ehrlich gesagt ein ganz anderes Produkt haben, im Gegensatz zu dem, was du sonst siehst. Wo man auch schon Gewürze und alles Mögliche sieht. Kein Salami ist. Von Chili sieht man nichts, ein bisschen Chili-Pulver und so. Paprika, Sirup, Zwiebeln. Das sieht soweit gut aus. Gut. Dann werden wir das mal in den Ofen werfen und gucken uns das an, wie es fertig aussieht und wie es schmeckt vor allem. Stellen wir schon mal Salz und Pfeffer bereit und dann sehen wir uns das mal an. Ja, sieht soweit fertig aus. Also, sagen wir es mal so, es riecht interessant. Da ist Staub auf mein Rädchen vom Ofen, das kann ich nicht sagen. Kleinigkeiten, die kann ich auch drucken ausstellen. Also bei diesen kleinen Dingern immer so. Also in den Ritzen, also Staub oder Ritzen, da kann ich auch nicht mehr von raus. So. Okay. Rein theoretisch müssten wir den rausnehmen können. Aber die ist auch gut und heiß. Also sie riecht interessant, aber sie riecht nicht so, wie man eine Pizza kennt. Wow. Das ist. Ergebnis, oder? Da haben wir doch wohl ein Ergebnis. So. Wollen wir das mal eben noch auf den Teller bringen? Pizza, Pizza, wunderbar. So. Oh, wollen wir mal verköstigen gehen? Ich habe schon alles parat stehen. Und dann sehen wir uns das mal ein bisschen genauer. Kurz hier. Also, erstmal neutral. Ich hätte auch einen Pizzaroller genommen. Also wir haben hier eine Art Frischbeschale. So wird es jedenfalls. Das ist der Boden. Oh, ich habe einen Schlüssel erwischt. Oh, mal ganz im Ernst. Ui. Gebrannt. Ich hab mir Scheiße hier. Machen Sie mal hier auch erstmal Fett raus. Also vom Aussehen her, sehr gut. Knuspriger Rand, knuspriger Boden.
hätten wir ein anderes Messer nehmen sollen, nicht blöd, Mann. Haben wir hier die Zwiebel-Paprika-Stücke und sowas alles? Oh, die Paprika ist so lecker. Oh, okay. Dann müssen wir uns natürlich aber auch mal hier teilen die mal ein bisschen auf. Und wo haben wir denn jetzt mal alles drauf? Sehr knusprig. Och, mal fällt doch runter von dem Besen hier. Interessant. Ganz, ganz dünn. Wirklich ganz dünn. Ganz, ganz dünn. Wirklich so mit dem Mehlarbeit, ne? Was du so eigentlich gar nicht lokalisieren willst, sagen wir es mal so. Ganz dünn, aber trotzdem, das ist das. Oh, das brennt. Ganz dünn, aber das ist jetzt. Oh Mann, ich hab die Tischdecke gerade drauf, ey. Ah, Mann, oh. Gut. Also neue Tischdecke. Machen wir mal hier von einem mal was auf einen Teil, damit wir das hier auch mal richtig haben. Die Sache, der Teig. Du hast der Boden, also dieser Bodensatz, als hättest du papierdünnen, komplett knusprigen Boden. Hast aber dann nochmal so ein ganz kleines Stückchen ist das, ne? Und ganz, wie man ja sieht, wie dünn der ist, hast du hier mal wirklich ganz unten wirklich knusprigen Boden und hier, das ist noch nicht mal feucht, das ist nicht so, wie du normalerweise Pizza hast, die dann halt durchnässt ist und der Teig halt feucht und so weiter, sondern du hast wirklich, ich habe mich irgendwo verbrannt, unten knusprig, hast du hier einen fluffigen Bereich, dann hast du halt die Zutaten. Da muss man so wirken, halt sehr frisch, frisch geschnitten. Es ist deutlich, eine Schärfe da. War kein Foto mehr. Ach, scheiße, ja. Also die Pizza, also der Teig ist, genau so muss er sein. Muss ich jetzt mal sagen. Also genau so sollte ein Pizzateig sein. Denn wir haben halt, das ist wirklich der perfekte Schnitt. Die Zutaten ist, passt alles, alles stimmig hier dran. Allerdings, was man zugeben muss, ist, also für Leute, die generell Probleme mit Schaf haben, ist das, glaube ich, schon zu viel. Also das merkst du deutlich. Und wenn wir jetzt mal so einen Vergleich machen, gegenüber dieser hier, hatte ich mal von Dr. Oetker die Lamia Grande, die Salame natürlich. Bei Margarita muss ich auch nicht haben. Und die schmeckte, aber war mir so gewürztechnisch einfach zu fremd. Sagen wir es mal so. Ne? Das hier ist jetzt, also man merkt deutlich, dass eine gewisse Schärfe gerade da ist. Die Tomaten, die Sache ist, wir haben ja hier 18% Tomatenmark drauf. Aber du merkst es nicht deutlich. Aber auch nicht. Gar nicht. Also das hier ist wirklich. Also das hier ist nach. Falls ich mich überlege gerade mal. Wir reden jetzt natürlich nicht von der Brezzeria, ne? Das hier ist eine Hausnummer. Dann habe ich das letzte Mal so eine gute Fertigpizza gegessen. Kann ich nicht sagen. So, von
von der Abgestimmtheit, vom Biss und allem, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ne? Also das letzte Mal, wo ich so eine gute Fertigpizza hatte, da war der Pennymarkt noch da, wo jetzt der Getränkemarkt drin ist. Das war die Salami auch, ne? Die ist zwar da, aber die ist nicht so dominant, ne? Also so. Ich mein Ring an, ich hab gar nicht, nimm sonst mein Ring ab, wenn ich mir immer. Die Salami ist da, aber was ich jetzt andere wahrscheinlich negativ empfinde, ich aber eher als positiv. Zwar geschmacklich mehr oder weniger anwesend ist, aber ihr wisst ja, wenn ihr jetzt was mit Salami isst oder was, ihr habt doch diesen intensiven, salzigen, ist ja gerade bei Salami ist ja, ne, dieses typische Räucher und Co. und was weiß ich, ne, was es da alles für Variationen gibt, du immer diese dominante Salamischeibe hast, wo du dann nichts anderes mehr schmecken kannst. Und das ist hier der Unterschied, dass du die Salami zwar schmeckst, die sich aber so im Hintergrund hält, dass alle Komponenten, die sich darauf befinden, miteinander harmonieren und funktionieren. Und wenn du in dem Moment alles miteinander harmoniert und du den Geschmack hast, es passt so perfekt zusammen. Nachher auch kommt dann diese Schärfe aus dem Braten raus. Das ist das, was wo ich jetzt sagen muss, das ist geil. Und ich sag ja, ne, also jetzt ist ja dieses typische, wenn ich mir eine Pizza zu Hause kaufe, kaufe ich mir 3 Stück für 2 Euro kriege. Aber das schmeckt nicht auch. Habe ich auch gekauft, ganz vergessen. Das ist wirklich mal was, wo ich sage, also die kaufe ich mir definitiv nochmal. Und was so jetzt geschmacklich das Thema ist, was ist denn hier, Käsefarbe? Was jetzt geschmacklich die Sache ist, ich würde rein theoretisch lediglich nur noch ein paar, wirklich 2-3 Streusel Senf hier, noch 8 Senf. Wirklich nur ein paar kleine Streusel Salz zu machen, ansonsten ist es geschmacklich erste Sahne. Gut. Dann haben wir hier auch ein Fazit geschlossen und ich kann euch hier in aller Ruhe entlassen. Ein Zahnfleisch gerutscht mit so einer Kante, es tut mir auch weh. Und ich esse jetzt in Ruhe auf und vielen Dank fürs Zusehen und macht euch vom Acker. Ne? Der Hund geht ja auch nicht weg. Bist du weg? Bist du weg? Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.